Mein Name ist Uwe Behrens. Ich habe die letzten Monate genutzt, während des Lockdowns mal meine Eindrücke über China in ein Buch niederzuschreiben. Ich habe 27 Jahre in China als auch in Indien gelebt, bin sehr, sehr viel in China, Zentralasien, Indien, Pakistan gereist und habe dort viele Erlebnisse erfahren, die ich versucht habe, in diesem Buch, was China angeht, aufzuschreiben. Ich habe versucht, bestimmte heiße Eisen anzusprechen, zum Beispiel Tiananmen Square, zum Beispiel Mao Zedong, oder ich habe zu den Uiguren-Problemen geschrieben, ich habe zu den Problemen des südchinesischen Meeres geschrieben. All das, um meine persönlichen Erfahrungen darzulegen, wie man die Situation dort einschätzen kann. Natürlich, das sind meine persönlichen subjektiven Erfahrungen, aber ich glaube, es ist für den interessierten Leser oder für einen interessierten Bürger in Europa interessant, mal einen anderen Blick auf China zu werfen, als er normalerweise durch unsere Medien übertragen wird. Deswegen empfehle ich den wohlwollenden oder wohlgesinnten Leser, dieses Buch mal in die Hand zu nehmen und zumindest passagenweise zu lesen. Ich würde mich auch freuen, wenn jemand das Buch liest und bestimmte Probleme darin sieht, eine andere Auffassung hat als ich, mir zu schreiben und mich zur Diskussion aufzufordern. Das kann nur helfen, um China und unsere Welt zu verstehen.